Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen, wie sie durch Rudolf Steiner gegeben und veröffentlicht worden sind in den Jahren 1924 und 25. Es ist der Erkenntnisweg der Anthroposophie, also der Entscheidung des Menschen, nicht einverstanden zu sein mit der Begrenztheit des materialistischen Weltbildes und sich zu entscheiden, selbst daran zu arbeiten, an einer eigenständigen Urteilsfähigkeit und Erkenntnisfähigkeit von dem, was der Mensch ist und dem, was die Welt ist. Wir sind heute mit den Leitsprüchen 56, 57 und 58 in dem Bereich, dass wir uns ansehen, die geisteswissenschaftliche Erkenntnisse darüber, was denn das Leben ist des Menschenwesens zwischen dem physischen Tode und der nächsten physischen Geburt in der nächsten Inkarnation, beziehungsweise was wir im Vorgeburtlichen für ein Leben in der geistigen Welt hatten bis zu unserer Inkarnation. Und dass wir als Menschenwesen inkarniert sind auf Erden und hier mit Teilen unseres Wesens eine Verbindung haben mit dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich. Und dass das Ausdruck ist, wie unser Wesen als Geisteswesen eine Verbundenheit hat mit den drei Hierarchien und den einzelnen und verschiedenen Sphären der geistigen Welt, die sich dann abbilden als diese Verbundenheit mit den verschiedenen Naturreichen. Aus unserer Arbeit, aus dem Verständnis des Geistigen, der Verbundenheit mit dem Göttlichen, können wir ja als Menschen sehen, dass es eine moralische Weltordnung gibt und wir in der heutigen Zeit nach wie vor ein Wirken haben in den Ländern der westlichen Welt vor allem oder aber auch der ganzen Welt wie in China, dass ein Gegenteil ist von dem, was die moralische Weltordnung ist, dass man sozusagen das, was die Inkarnation Ahrimans ausmacht, heute in fürchterlichen Ausgestaltungen und tiefen Sündenfällen erleben kann. Die moralische Weltordnung, die wir uns als geistig strebende Menschen erarbeiten können, ein Verständnis von dieser geistigen Weltenordnung, der moralischen Weltenordnung, die aus der geistigen Welt kommt, die zeigt uns, dass wenn wir als Menschen etwas Gutes tun, den Mitmenschen und der Welt, dass das uns höher steigen lässt, veredeln lässt, dass wenn wir als Mensch etwas Böses, etwas Schädigendes tun für unsere Mitmenschen, dass das ja nicht nur den Mitmenschen schädigt, sondern uns als Wesenheit. Und dass wir als Wesen, wenn wir während des Schlafes hineingehen in die geistige Welt, ausarbeiten, als unsere eigenen moralischen Richter diese Taten, die wir getan haben, und in dem Leben zwischen Tod und nächster Geburt die höchste Hierarchie, die erste Hierarchie der Seraphim, Cherubim, Throne, unsere Menschentaten richten. Insofern richten, dass sie darüber urteilen, aber auch indem sie sie wieder so in Ordnung bringen, dass sie unser Schicksal verändern, dass wir ausgleichen können, was wir Schädigendes getan haben, unserem eigenen Wesen dadurch, dass wir fremden, anderen Wesen Schaden zugefügt haben. Und so können wir dann das menschliche Leben sehen, dass es gerechtfertigt ist, indem wir unsere Gedanken und unsere Taten in den Dienste des Guten und des Schönen stellen, dass wir uns durchströmen lassen von den moralischen Impulsen, die wir aus der geistigen Welt empfangen können, dass wir so das sittliche Leben der Welt wieder nach in die Höhe entwickeln wollen, wieder höher und nicht mehr tiefer sinken lassen wollen, dass wir so das ganze Leben des der Kulturräume, in denen wir leben, wieder wachsen lassen,
zusammenwachsen lassen mit der geistigen Welt. Und so ist dann das sittliche Leben der Menschheit die Gesamtsumme der moralischen Fantasieerzeugnisse der freien menschlichen Individuen, wie Rudolf Steiner das in der Philosophie der Freiheit zum Ausdrucke gebracht hat. Wenn wir mit der geistigen Welt in Verbindung stehen, aus ihr die Moralimpulse für die Zukunft bekommen, dann können wir moralisch die Welt durchdringen und wieder in eine bessere Welt verwandeln, soweit dies eben dem Schicksal der Menschheit entspricht. Der 56. Leitsatz. Die Daseinsepoche zwischen Tod und neuer Geburt, in der das Karma des Menschen gestaltet wird, kann nur aufgrund der Ergebnisse geistiger Forschung dargestellt werden. Aber es ist immer im Bewusstsein zu halten, dass diese Darstellung der Vernunft einleuchtend ist. Diese braucht nur das Wesen der Sinneswirklichkeit unbefangen zu betrachten, dann wird sie gewahr, dass dieses ebenso auf ein geistiges hinweist, wie die Form eines Leichnams auf das ihm innewohnende Leben. Wir haben ja ausgehend von dem, was uns sozusagen von der Öffentlichkeit zugeht, kommt, aus Ausbildung und Medien, ein Gedankenbild von der Welt und wir sind geübt, abstrakte, lebenslose Gedanken zu entwickeln, die alle Welt nur mechanisch ansehen will. Aus diesem Gedanken heraus fällt es uns sehr schwer, überhaupt denken zu können, glauben zu können, dass es ein vorgeburtliches und nachtodliches Leben gibt. Erst wenn wir an uns arbeiten, unser Wissen über die Welt erweitern, in dem Sinne, dass wir, was zum Beispiel die Geheimwissenschaft im Umriss Rudolf Steiners oder die Theosophie zur Darstellung bringt, dass wir darin sehen, dass wir ein geistiges Wesen sind, der physische Leib nur ein Teil unseres Gesamtwesens ist. Wenn wir also ansehen, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, dass sich das wieder gliedert in verschiedene Arten von physischen Leib, Lebensleib und Bewusst- und Empfindungsleib, dass wir in der Seele aufsteigen können von einem rein empfindenden Dasein hinein bis zu einem der Fähigkeit, Bewusstsein von der Welt durch eigene denkende Tätigkeit, durch eigene geistige Tätigkeit zu entwickeln und dass wir uns dann zu einem individuellen Geisteswesen entwickeln können. Und dadurch kommen wir in die Lage, gedanklich verstehen zu können, was denn die Wirklichkeit der Welt für den Menschen bedeutet in seinem Leben, wenn er nicht auf Erden inkarniert ist. Und da gehen wir, wir haben dieses Schaubild schon des Öfteren angesehen, wenn der physische Leib seine Tätigkeit aus Alters- oder Krankheits- oder Unfallgründen beendet, dann gehen wir als Geisteswesen mit Äther, Astralleib und dem Ich heraus aus dem physischen Leib. Wir legen den Ätherleib ab und dann gehen wir ein Drittel unserer Lebenszeit entsprechend ungefähr durch das Kamaloka. Wir erleben rückwärts die Taten unserer Erdeninkarnation und wir arbeiten uns dadurch auch weiter höher und höher in den Sphären der geistigen Welt, zuerst in der Seelenwelt und dann in die geistige Welt. Und wenn wir das durchgegangen sind, dann kommen wir in die geistige Welt und dort wird aus unseren Taten gebildet ein neues Schicksal und wir gehen dann wieder zurück durch Wiederangliederung eines Astralleib, Ätherleibs und dann der Geburt im physischen Leib, um dann inkarniert zu sein. Wir sehen also einen Kreislauf, der sich über die Zeit hinaus erstreckt, in dem das menschliche Wesen zwischen der Erdinkarnation und dem Leben, zwischen Tode und nächster Geburt hin und her zieht, um sich entwickeln zu können, gemeinsam mit der Welt. Also was ist es eben, was uns so schwer macht, es so schwer macht, Gedanken von diesem Leben nach dem Tode oder vor der Geburt
wirklich denken zu können. Ich zitiere dazu zum Teil Rudolf Steiner: Unsere Gedankenwelt ist eigentlich so, wie sie einmal beschaffen ist, ganz und gar abhängig von jenen Einrichtungen innerhalb unserer Gesamtorganisation als Mensch, die eigentlich bloß auf die eine Inkarnation beschränkt ist. Je mehr sie sich einlassen können auf abstrakte Wahrheiten, also das, was uns naturwissenschaftlich oder aus der heutigen Gegenwartskultur entgegenkommt, desto mehr sind diese Gedanken abhängig von den äußeren, nur auf eine Inkarnation beschränkte Organisation. Also wir nehmen durch unsere Sinne das aus der physischen Welt wahr und wir erkraften unser physisches Denken nur an den physischen Dingen. Dadurch fällt es uns so schwer zu glauben, dass Gedanken lebendig sein können und dass die Gedanken Wirklichkeit sind. Der Mensch, wenn er durch die Pforte des Todes geht, der legt den physischen Leib ab. Und auch die Art von Bewusstsein, die uns der Ätherleib als Spiegelungsapparat gibt. Was er an abstrakten Gedanken in der Seele ausgestaltet hat, das geht alles hinweg durch den physischen und den Ätherleib, dadurch, dass diese beiden verschwinden und wir sie ablegen. Sie sind kein Werkzeug dafür mehr. Und dadurch sehen wir auch, dass die es sind, die unser Bewusstsein und Denken so beeinflusst haben, diese beiden Leiber, dass es uns eben so schwer fällt, die Geheimnisse von Reinkarnation und Karma verstandesmäßig zu erfassen. Und das ist aber das, was wir erüben können, indem wir unser Denken erweitern, in die Fähigkeit hinein, lebendiges Denken zu können und seelisch-geistiges Denken zu können. Also wie erlangt man zu einer unmittelbaren Anschauung wiederholter Erdenleben? Und dazu hat Rudolf Steiner in der GA 135 ganz detailliert gegeben, dass wir über unseren Egoismus hinauswachsen müssen, insofern, dass wir uns als Wesen völlig objektiv ansehen. Ich zitiere, innerliche Dinge ausführt, welche keineswegs leicht sind, um eben diese Anschauung von dem vorgeburtlichen Sein zu erlangen, welche schwierig sind, aber die deshalb doch immerhin ausgeführt werden können. Der erste Schritt, den man da machen kann, ist, dass man die gewöhnliche Art von Selbsterkenntnis ein wenig übt, die Art, die darin bestehen kann, dass der Mensch gewissermaßen auf sein Leben zurückblickt. So zurückblickt, dass er sich fragt, was bin ich denn überhaupt für ein Mensch gewesen? Also anzusehen, sich selbst vom Standpunkte anderer oder von außen. Was sind denn meine wahren Schwächen gewesen? Was konnte ich und was konnte ich eigentlich überhaupt nicht? Und das hier sehen wir in einer großen Zusammenfassung die einige wesentliche Punkte, die eben dieses kraftvolle innere Vorstellungen von uns verlangt, um die Fähigkeit zu erlangen, frühere Verkörperungen sich bewusst zu machen. Es ist also ein Selbsterkenntnis üben, auf sein Leben zurückblicken. Was bin ich für ein Mensch gewesen? Und wozu bin ich fachlich, intellektuell, von meiner Begabung her in der Lage gewesen, die Gemütsstimmungen und Willensimpulse, vor allem alles, was man nicht gewollt hat, was man einen gepasst hat im Jugendleben und was man aber gar nicht erreicht hat, Bilder derjenigen Dinge in seinem Leben, die einen so recht am wenigsten gefallen hat. Das ganz lebendig machen, als wenn man ein höheres Ich hat, das dieses Schicksal genau so gewollt hat, dass es einem die unangenehmen Dinge zeigt und man an den unangenehmen Dingen wachsen kann. Was man in dieser Inkarnation nicht ist, was man aber hereingebracht hat in die gegenwärtige Inkarnation. So schwer einem dieses Gegenbild, das man dadurch erzeugt, also ein Gegenbild von dem, was man physisch heute ist, ist, man fühlt doch, dass man etwas damit zu tun hat. Und wenn man die allerstumpfsinnigsten Seiten unseres Wesens entdecken, dann können
wir uns mit der größten Wahrscheinlichkeit zu dem früheren, worin wir in den vorhergehenden Inkarnationen am allermeisten geglänzt haben. Also das kann vielen Menschen passieren, dass sie zum Beispiel gute Mathematiker waren und nun ganz nicht so gute Mathematiker sind oder musikalisch begabt werden, waren und dann nicht mehr. Eine Art von Erinnerungsvermögen wird dadurch ausgebildet. Es ist ein Gefühls- und Empfindungserinnern. Also wir erinnern uns an das, was uns unangenehm ist oder das, was wir nicht sind in der jetzigen Inkarnation. Und dadurch bildet sich etwas, das wir erleben, unser höheres Ich als ein Gescheiterer, also ein Intelligenter, einer der mehr das ganz Wesentliche überblicken kann, der uns führt zu Schmerz und Leid. Hinter Äußerem lebt eine innere höhere Individualität. Es ist eben dieses Beispiel, das Rudolf Steiner gebracht hat, dass der Mensch geht auf der Straße, sondern fällt ihm etwas auf den Kopf von ein kleiner Ziegelstein. Und dass er weiß, da war eigentlich oben das höhere Ich, das hat ihm das auf den Kopf geworfen, damit er das, was damit einhergeht, erleben kann. Wenn wir aufmerksam durchs Leben gehen, dann sehen wir, dass wir nicht in einer mechanischen Welt, in dem alles einfach automatisch ständig abläuft, leben, sondern in einer durch und durch wesenhaften, lebendigen Welt, dass das, was wir durch unsere Mitmenschen erleben, dass da Wesenhaftes immer wirkt, dass das, wo sich das Schicksal von einem Mal zum anderen Mal wesentlich verändert, dass wir plötzlich Menschen treffen, die wir noch nie kannten, die wir aber plötzlich ganz große Verbundenheit fühlen, dass das Hinweise sind, dass wir ja Geisteswesen sind. Also zum Beispiel, warum entwickelt sich Kinder ein und desselben Ehepaars mitunter völlig verschieden in Begabung, Beruf, Hobby, Ehepartner und Kinder? Also in gleichen Umständen aufwachsend Menschen sich völlig anders entwickeln können. Die Fähigkeit einzelner Menschen, fachlich über ihre Mitmenschen weit hinaus zu wachsen. Das Auftreten von Schicksalsgemeinschaften im Streben nach der Verwirklichung von Idealen, die plötzlich da sind, wie zum Beispiel im deutschen Idealismus zu sehen sind oder in verschiedenen Künstlergruppen. Wie man Familien ansehen kann, die durch die Geburt von Kindern plötzlich ganz andere Lebenswege gehen, weil das Kind einmal will zum Beispiel in eine besondere Schule, in eine Waldorfschule gehen will und dann die Menschen kennenlernen, Dinge, die sie vorher nicht kannten, wie es unglaubliche Schicksalswandlungen durch Ereignisse und Begebenheiten geben kann. Andererseits können wir sehen, dass sich ja viele Menschen mit der Frage der Wiederverkörperung beschäftigen, dass man aber, wenn man nicht eine Wissenschaft vom Geist hier möchte anwenden und in Verbundenheit sieht mit der Menschheit, mit dem Christuswesen, dass dann mancherlei Irrtümer auftreten können in der Frage der Reinkarnation. So gibt es unverständlicherweise Menschen, die glauben, dass das Menschenwesen aus Steine, Pflanzen und Tiere wiederverkörpert sein können oder zuvor diese Verkörperung haben sein können. Wie man glaubt, dass man nach der Inkarnation in das Nirvana aufgeht und als Individualität sich auflöst. Oder dass eben aus der materialistischen Sicht die Menschen glauben, dass nur der physisch-genetische Leib, die sozialen Umstände und die Ausbildung, die Individualität des Formen sozusagen, dass der Mensch, wie man das heute nennt, auch in der Gesundheit, One Health, das heißt, alle Menschen sind physisch wie eine Maschine komplett gleich. Und dadurch würden nur die äußeren Bedingungen diesen programmierbaren Körper so beeinflussen, dass eine spezielle menschliche Persönlichkeit daraus wird. Also das alles nur materialistisch zu denken. Und dass es auch Philosophien oder Anschauungen gibt, dass die Verhaltensweisen der Menschen würden darauf ja zurückzuführen sein, dass ja der Mensch nur dieses eine Leben hat, also
Seine Existenz beginnt mit der Geburt und daher sind alle seine Verhaltensweisen auf verborgene, unterbewusste Eigenschaften und Probleme, die auf das Kind, verborgene Kindheitserinnerungen hindeuten, bestimmt. Also sehr kindliche Anschauung, wie man hier sieht, eben zu denken, das wären Kindheitserinnerungen. Oder es gibt Völker, die glauben, sie wären so speziell, dass sie als gute Seelen sich verkörpern in ihrem eigenen Volk und alle anderen Völker hätten keine guten Seelen. Das sind alles Dinge, die man nur aus vergangenen Sichtweisen der Menschheitsentwicklungen, also ewig gestrige Sichtweisen der Menschheitsentwicklungen anschauen kann. Wenn wir die Menschen so ansehen, wie sie heute sind, als ich-bewusste Menschen, dann sehen wir, dass das Ich eine ewige Individualität ist, dass der physische Leib, die genetischen oder kulturellen Zusammenhänge etwas uns mitgeben, dass darüber wir als ich-bewusste Menschen aber hinaus wachsen können. Dieses Verständnis von Reinkarnation und Karma, das ist uns auch möglich, wenn wir unsere Mitmenschen ansehen. Wir können, wenn wir den Mitmenschen erleben, ja oft sehen, sie sprechen Dinge aus, die eigentlich aus dem Physischen unerklärlich sind. Sie können Taten vollbringen, die uns aus unmittelbarer Anschauung ihrer materiellen, physischen Menschlichkeit nicht erklärbar sind. So möchte ich hier zwei Beispiele bringen von Menschen, die Impulse in die Welt gebracht haben, die eigentlich nicht wirklich erklärbar sind aus ihrem physischen Sein, die aber erklärbar sind, wenn wir uns die Vorinkarnationen ansehen. Und Rudolf Steiner hat zu diesen beiden Individualitäten auch einige Forschungsergebnisse und Anschauungen mitgeteilt. Zum Ersten wollen wir uns ansehen, Karl Marx als einen der Impulsatoren dessen, was man Kommunismus nennt, also einer Ideologie, die sozusagen auf Neid basiert und möchte, dass die Menschheit in eine völlig gleiche Konformität gelangt und dass die Menschen nicht mehr die Möglichkeit haben, schaffend und schöpferisch, eigenständig, individuell und frei in der Welt tätig sein können, die auch jede Form von Geistigkeit und Göttlichkeit ablehnen, die ja behaupten, jede Form von Religion wäre nur eine Methode der Unterdrückung gewesen. Und dieser Impuls des Karl Marx, das eben eine Frage des Neides ist und der Verachtung für bestehende Strukturen, der Wunsch, Strukturen zu zerstören, dass das zurückzuführen ist aus der Karma-Forschung Rudolf Steiners, dass Rudolf Steiner sich angesehen hat, wie diese Individualität in der früheren Zeit, in einer Art mittelalterlichen Zeit inkarniert war. Er spricht hier, ich zitiere, mit einer Schar solcher Krieger zog der Betreffende von der im Nordosten Frankreichs aus. Als der Betreffende nach Haus kam, fand er, dass ein anderer Besitzer sich seines Landgutes bemächtigt hat. Er musste nun wie ein Leibeigener arbeiten. Dem Herrschaftsprinzip abträgliche Gesinnung entstand in ihm. Und man hasste denjenigen, der sich das Eigentum bemächtigt hat. Diese beiden Persönlichkeiten, es ist hier auch die Sprache von Engels, von damals gingen in ihren Individualitäten durch die Pforte des Todes, machten in der geistigen Welt zwischen dem Tod und einer neuen Geburt alles das mit, was seit jener Zeit eben mitgemacht werden konnten, und erschienen im 19. Jahrhundert wiederum. Derjenige, der Haus und Hof verloren hatte und zu einer Art von leibeigenen Sklaven geworden war, erschien als Karl Marx, der Begründer des neuen Sozialismus. Und der andere, der ihm dazumals seinen Gutshof abgenommen hatte, erschien als sein Freund Engels. Wir haben also aus einer Vorinkarnation einen starken Zerstörungsimpuls, einen starken Impuls, das Schaffen und das Besitzen anderer nicht wollen zu wollen. Und daraus entsteht ein Impuls, der stark
gewirkt hat, um das, was man Kommunismus nennt, entstehen zu lassen. Das ist, was ja in vielen Menschen aus Vorinkarnationen lebt und an dem wir eigentlich alle arbeiten sollten. Das ist eine gewisse Fähigkeit zum Neid, wie der Neid eben zerstören möchte, das, was höher entwickelte Menschen oder Menschen, die in dieser Inkarnation das Schicksal haben, etwas schaffen und schöpfend wirken zu können, dass man das schädigen und zerstören will. Wir sehen ja das in schlimmster Weise heute in der ganzen Europäischen Union wirkend, dass man alle möglichen Ideen versucht zu finden, um das, was europäische Menschen schaffen können, zu zerstören. Also der Kommunismus, der auf materialistischen Gesichtspunkten beruht, der eine Gleichheit aller Menschen erreichen möchte, indem er dass die Menschen, die herausragen in fachlichen, geistigen und moralischen Fähigkeiten, dass man die unterdrücken will, so dass alle auf einem niedrigeren Niveau leben, aber nicht mehr die ich-bewusste Entwicklung durchmachen können. Man verachtet ja jeden geistigen und göttlichen Impuls und möchte einen reinen Materialismus installieren. Wir sehen ja, was für einen fürchterlichen moralischen Bankrott der ganze Kommunismus in Osteuropa getan hat und wie er zu nichts mehr fähig war und sich deshalb aufgelöst hat. Wir sehen heute wieder diesen Impuls des Versuches, die ich-bewusste Entwicklung der Menschheit zu behindern, wieder aufwachsen, die ja beruht auf dem, was wir bei Karl Marx in seiner Vorinkarnation gesehen haben, in einem Neid der Menschen auf den anderen. Eine andere Individualität wollen wir uns dann ansehen, und das ist Johann Wolfgang von Goethe. Wir sehen, wenn wir das Werk, das Schaffen dieses Ich-bewussten Johann Wolfgang Goethe ansehen, wie er die wunderbarsten Impulse in die Welt gebracht hat, wie er im Idealismus, im Sturm- und Drangzeit die wunderbarsten lyrischen Werke gebracht hat, wie er sogar nicht nur dichterisch, sondern auch als Minister in Weimar wirken konnte, wie er dann uns gegeben hat, so wesentliche Werke wie den Faust, erster Teil und zweiter Teil, wie die Geheimnisse, die uns auf Rosenkreuzer Geheimnisse hinweisen und das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie als so etwas wie eine Einweihungsdarstellung. Und Goethe hat das gebracht, dass er die geistige Fähigkeit, die Fähigkeit des lebendigen Denkens so weit entwickelte, dass er die Weltbeschreibung dadurch beginnen konnte, in dem, was wir heute Günthianismus nennen, die Fähigkeit, die geistigen Zusammenhänge dessen zu sehen, was sich physisch offenbart. Wir sehen die Metamorphosenlehre in der Darstellung der Urpflanze, also die Verwandlungen, die aus dem Lebendigen, des Ätherischen, des Geistigen kommen und sich in der Pflanze zur Offenbarung bringen und wie die Urpflanze, das im Geistigen Weilende ist, das sich dann physisch ausdrückt. Wir haben naturwissenschaftliche Schriften, die uns das geben, was die Menschheit heute braucht, dass die Form der geistigen Betrachtung der Natur, um das Lebendige, das Nicht-Zerstörende zu erarbeiten, um so eine lebendige, eine christliche, eine naturschonende Technologie auch entwickeln zu können. So ist der Goetheanismus auch der Ausgangspunkt der Anthroposophie. Also die wunderbarsten Impulse, die der ganzen Welt gegeben worden sind von dieser Individualität, die hier plötzlich, mehr oder weniger plötzlich auftaucht und diese Wirkung auf die ganze Menschheit entfaltet hat. Wir haben einige Hinweise darauf, wie Rudolf Steiner Goethe gesehen hat, ich zitiere hier eines, die ganze Moses-Geschichte wird in dieser Weise, als wenn es Goethe gedacht hätte, für seine Zeit hingestellt.
Konrad Burdach will damit sagen, zeigen, wie in Goethes Denkweise alles einfließt, was sich um die Moses-Gestalt herumgegliedert hat. Das ist ein Hinweis von Rudolf Steiner auf die Darstellungen von Konrad Burdach dahingehend, dass dieser diesen Zusammenhang erkannt hat, was alles in dem Moses zu sehen ist, was sich in einer gewissen Weise in dem Goethe wieder zeigt. Und ich zitiere aus einer anderen Darstellung, dass nicht mir persönlich hat Rudolf Steiner diese Äußerung gemacht, sondern ich erfuhr durch Herrn Schröder, den damaligen Zweigleiter in Bremen, als ich einen Goethe-Vortrag dort im Zweig hielt, circa diese Mitteilung, es habe Dr. Steiner in einer esoterischen Stunde die Äußerung getan, Goethe sei in seiner ägyptischen Inkarnation Moses gewesen. Wir haben also hier eine Verbundenheit der Moses-Persönlichkeit mit der Goethe-Persönlichkeit, insofern, dass es sich ganz offensichtlich um die Individualität handelt, um dieselbe Individualität handelt. Und Rudolf Steiner hat über Goethe auch einmal gesagt, dass auch wenn die deutsche Kultur einmal untergehen sollte, man noch auf die deutsche Kultur zurückschauen wird, da hätte einmal ein Gott gelebt. Also, und er meinte damit Goethe. Das ist also die Darstellung dessen, dass Rudolf Steiner wirklich die allerhöchste Meinung und das allerhöchste Wissen und Erkenntnis über Johann Wolfgang von Goethe hatte. Das zeigt uns, das kann ja nicht aus dem physischen Körper herausgekommen sein, was da an wunderbaren Impulsen gegeben worden sind von einem Menschenwesen, sondern es ist nur erklärlich, wenn wir von einer höheren Individualität, die sich verkörpert, ausgehen. Der 57. Leitsatz. Die Ergebnisse der Geisteswissenschaft zeigen, dass der Mensch zwischen Tod und Geburt ebenso Geistesreichen angehört, wie er zwischen Geburt und Tod den drei Reichen der Natur, dem mineralischen, pflanzlichen und tierischen angehört. Der Mensch ist ein Abbild der ganzen Welt. Wie wir uns ansehen können als ein Mikrokosmos, der eben ist gestaltet wie der Makrokosmos. Der Mensch gehört ja, ich zitiere, in einem viel umfassenderen Sinne der ganzen Welt an, als man gewöhnlich denkt. Der Mensch ist eben ein Glied der Welt und er ist eigentlich ohne die Welt nichts. Wir haben in den vorhergehenden Arbeiten der Leitsätze schon betrachtet, wie der Fixsternhimmel wirkt auf den Menschenleib, wie die Wandelsterne auf die Lebensorgane wirkt, wie eben der Fixsternhimmel auf unsere Sinnesorgane, wie unser ganzer Menschenleib, unser Ätherleib und Astralleib in Verbindung stehen mit dem Wirken der höheren seelischen und geistigen Sphären. Dieser mineralischen Welt sind wir Menschen eigentlich, so lange wir auf Erden leben, ganz unähnlich. Also der physische Leib ist ja so organisiert von dem Lebensleib, dass wir in einem Organisationsgrad wesentlich höher stehen als die uns umgebende tote Materie. Darauf habe ich, sagt hier Rudolf Steiner weiter, ja so schon aufmerksam gemacht. Wir werden sofort in unserer Form zerstört, wenn wir der mineralischen Welt übergeben werden als Leichnam. Wir sehen das Zerfallen des physischen Leibes, wenn das Menschenwesen aus ihm heraustritt, nicht mehr mit ihm in Verbindung ist nach dem Tode, wie sich diese hochorganisierte physische Materie sofort auflöst. Vom Mineralischen, ich zitiere weiter, selbst aus eigentlichen Einfluss gar nicht haben kann. Die weitaus umfassendsten Einflüsse, die der Mensch vom Mineralischen hatte, kommen auf dem Umwege durch die Sinne her. Also wir stehen eigentlich nur mit den Sinnen in einer Verbindung mit der mineralischen Welt, so dass sie Einfluss auf uns haben kann. Wir sehen das Mineralische, wir hören das Mineralische, wir nehmen seine Wärme wahr, kurz, wir nehmen durch die Sinne das Mineralische wahr.
Der weitaus größte Teil der Nahrungsmittel, die der Mensch aufnimmt, ist aber aus dem pflanzlichen und tierischen Reiche. Der Mensch ist also im Großen unabhängig von dem, was die umliegende mineralische Welt ist. Und das ermöglicht erst unsere Freiheit, weil wir für gewisse Zeiträume immer wieder eine Form von Freiheit im mineralischen Leibe haben. Wenn wir die Verbundenheit des Menschen mit dem Mineralischen hier betrachtet haben, dann können wir betrachten, wie der Mensch mit dem Pflanzenreiche zusammenhängt, wie das Pflanzenwesen wirkt durch unser Atemwesen und den Bildekräfteleib. Wir Menschen sind eben hineingeboren in diesen Sauerstoff-Stickstoff-Atmosphäre und sind durch den Atem verbunden mit der Welt und mit unserem Stoffwechsel in gewisser Weise. Dasjenige, was Pflanzenwelt ist, ich zitiere, die Weite der Pflanzenwelt, sie lebt aus dem von allen Seiten in der Erde hereinkraftenden Äther. Wir leben also dadurch, dass unser Leib sich durch die Bildekräfte formt und am Leben erhalten wird, in einer Verbundenheit mit der Ätherwelt. Der Mensch unterliegt auch diesem Äther. Die Wachstumskräfte in uns gelten, sind so, dass die Ätherkräfte auf uns wirken und die Ätherkräfte sind über den Erdball verschiedentlich aufgeteilt, sodass unser Lebensleib auch verändert ist, je nach geografischen Ort, an dem wir geboren, aufgewachsen sind und in dem wir leben. Dieselben Kräfte, die die Pflanzen wachsen lassen, leben in uns als Ätherkräfte. In einem gewissen Sinne recht tief mit unserem Schicksal hängt dies zusammen. Also da haben wir schon ein Schicksalswirken in diesen Kräften. Wir können wachsen, indem wir klein und dick bleiben oder groß und schlank werden. Wir können wachsen, indem wir die eine oder die andere, zum Beispiel Nasenform haben. Würden die Instrumente, die wir haben, sehr fein sein, dass sie dieses ätherische Wirken wahrnehmen können, dann würde man erkennen, wie der Mensch von den Ätherkräften jeweils unterschiedlich aufgebaut ist, sodass zum Beispiel Rudolf Steiner sagt hier, die Leber-, Milz- und Gehirnzusammensetzung bei jedem Menschen anders ist. Das lässt uns auch darauf hindeuten, dass es keine einheitliches Menschsein gibt, dass jeder Mensch für sich individuell gestaltet ist, aus dem physischen und aus dem ätherischen. Wir kennen das auch aus der anthroposophischen Medizin, dass Rudolf Steiner hier ja dargestellt hat, dass der Mensch nur seine eigene Gesundheit hat. Es gibt keine menschheitliche Gesundheitsstandardform, in der wir alle Menschen hineinpressen können. Es gibt für den Heilenden immer nur das Anschauen der Individualität, der Persönlichkeit des einzelnen Menschen und seiner physisch-ätherischen Gestaltung. Und wenn wir eben aus diesem physischen und ätherischen Zusammenhang hinaustreten, in dem Leben nach dem Tode, dann gehen wir in die seelisch-geistige Welt und wir dehnen uns als Menschenwesen langsam in dieser Kamaloka-Zeit aus und dehnen uns über die ganze Welt aus. Wir werden eins mit der ganzen Welt. Wir erleben uns als Weltenmensch, wie wir das auch schon in den vorhergehenden Leitsätzen besprochen haben. Wir gehen also hinaus in die Mondensphäre, in die Merkursphäre, Venussphäre, wir gelangen in die Sonnensphäre und so weiter, gehen wir hinaus und verbinden uns nach und nach immer höher mit den Engelhierarchien, von den Angeloi, den Archangeloi über die Achai, in der Sonnensphäre, den Exousiai. Wir steigen also als Wesenheit höher in höhere seelisch-geistige Sphären. Und es beginnt damit auch ein Leben für den Menschen in der geistigen Welt, die sich eben gliedert in eine Seelenwelt, in ein niederes und ein höheres Devachan. Und in dieser Seelenwelt steigen wir in der Kamaloka-Zeit auch dazu auf, dass wir uns loslösen von den Begierden und den Neigungen der physischen Inkarnation. Es ist also, dass wir
zuerst nur in Begierden noch leben, an das Physische, und dass wir das nach und nach in der Kamaloka-Zeit im sogenannten, wie es ja auch genannt wird, Fegefeuer ablegen, die Begierden nach der irdischen Inkarnation, und wir dann höher steigen in den höheren Sphären, in das, was man dann in der Sonnenregion, die moralische Seelenverfassung, das Seelenlicht, das tätige Seelensein und die Region des wahren Seelenlebens eben dann in der Sonnensphäre erleben können. Dass wir sozusagen zu reineren Menschenwesen werden und so dann nach dem Durchgang durch das Kamaloka in die Regionen der Geisteswelt hinaufsteigen können. Was uns also hindert daran, diese Zeit des Lebens zwischen Tod und nächster Geburt auch denken zu können, sodass wir davon Erkenntnis uns erarbeiten können, das ist die Form der Welterkenntnis, dass wir die Begrenztheit der Naturwissenschaft, der Naturanschauung überwinden und dann auch sehen, was hinter dem Physischen sich offenbart als die elementare Welt, die Seelen- und die Geisteswelt. Wir blicken also in unserer Arbeit in eine makrokosmische Welt, die ja urständet aus der geistigen Welt und sich nur durch Verdichtung gebildet hat, nach und nach zur Seelenwelt, Elementarwelt und nun in die physische Welt, in der wir inkarniert sind. Im Leben nach dem Tode, dann steigen wir auf in der Kamaloka-Zeit in dieser Seelenwelt von der Region der Begierdeglut, das ist eben diese erste Region, die noch in der Mondensphäre ist, wo wir Sehnsucht nach den Sinneseindrücken noch haben, der Region des fließenden Reizes, wo wir Gedanken zu hegen wünschen, dass nur das physische Gehirn denken kann, der Region des Wünschens, also das Abgewöhnen mit seinem physischen Herzen zu wünschen. Und die Region von Lust und Unlust, das Ablegen und der Sehnsucht nach der letzten Erdverkörperung. Da sind wir dann aus der Mondensphäre aufgestiegen in höhere Sphären, in die Region des Seelenlichtes, in die Merkursphäre hinabgesehnen nach dem Irdischen, wie es war vor dem Tode. Die tätige Seelenkraft, die wir entwickeln können, dass wir wirklich aus der Seele heraus schon in einem Überfluss an Sympathie für unsere Umgebung wirken können, in die Welt hinein und in der Sonnensphäre, wenn wir mit uns verbinden, mit den Exousiae, mit den Geistern, den Sonnengeistern und Wesenheiten der Sonnensphäre, dann sind wir in einem wahren Seelenleben. Und wenn wir dann in dieser Zeit des Lebens nach dem Tode noch höher steigen, kommen wir in das Geisterland, in die geistige Welt, die Marssphäre und die Jupitersphäre, wo wir verbunden sind mit den höheren Geistern der zweiten Hierarchie, den Dynamis und Kyriotetis. Die Regionen sind, die geistigen Urbilder, die Baupläne der physischen Welt beinhalten. Alles Materielle, die Steine, die Pflanzen, die Tiere und den menschlichen Körper, solange es kein Leben und keine Empfindung hat. Und in der Jupitersphäre, die Region enthält die geistigen Urbilder des Lebens, also zuerst in der Marssphäre des Materiellen und des Formen, des Ausgeformten und die wahren Urbilder des Lebens dann in der Jupitersphäre. Wir sind also in der geistigen Welt hochgestiegen und kommen dann in die Sphäre des Saturn, schon in dem Bereich der Throne. Das ist noch im niederen Devachan, aber wir sind da verbunden in einer Region, die sind die geistigen Urbilder dessen, was sich in der Seelenwelt abbildet. Und so steigen wir nach und nach höher und höher bis in das höhere Devachan, dort, wo die Weltenmitternacht ist, wo dann wirklich die höchsten Hierarchiestufen der Engelhierarchien in ihrem Anschauen der göttlichen Trinität richten über unsere Menschentaten, also schicksalsbildend sind für die Zeit der nächsten Inkarnation. Wir leben uns als Geisteswesen ein in diese Sphären
der Seelenwelt und der geistigen Welt steigen nach und nach höher in der Verbundenheit mit den göttlich-geistigen Engelhierarchien. Und diese Engelhierarchien, die sind das, was wir in der geistigen Welt erleben, als die Urbilder, als das, was sich offenbart in den Naturreichen. Und so möchte ich aus den Hochschulstunden der 15. und 16. Stunde zitieren die Mantren, wo uns der Hüter der Schwelle darauf hinweist, wie das Mineralreich ja verschwindet, wenn wir in der geistigen Welt sind, wie das Pflanzen- und Tierreich verschwindet und wie wir stattdessen in Verbindung treten mit den Hierarchien der Engelwesen, der Hüter. Was wird aus der Erde Festigkeit, die dich stützte? Angeloi, empfinde, wie wir in deinem Denken empfinden. Ach, Angeloi, erlebe, wie wir in deinem Fühlen erleben. Ache, schaue, wie wir in deinem Wollen schauen. In Bezug zur zweiten Hierarchie, der Hüter, was wird aus des Wassers Bildekraft, die dich durchdrang? Exousiae, erkenne Geisteswelten schaffen, im Menschen Körper schaffen. Dynamis, erfühle Geisteswelten leben, im Menschen Körper leben. Kyriotetis, wolle Geisteswelt geschehen, im Menschen Körper sein. Wir sind ganz verbunden mit dem, was das Lebendige ist, im menschlichen Wesen, in der geistigen Welt. Und die erste Hierarchie, der Hüter, was wird aus der Lüfte Reizgewalt, die dich erweckte, Throne? Ergreife wissend Innensein in deinem Gottes Weltensein. Cherubine, erwarme am Innenleben in deinem Gottes Weltenleben. Seraphine, erweck in dir Innenlicht in deinem Gottes Weltenlicht. Und wenn wir an das Feuer des Feuers Reinigung in der geistigen Welt, an unser eigentliches individuelles Ich-Bewusstsein, das Ich des Menschen, denken, sprechen zusammen alle Stufen der Hierarchien, jeweils eine Stufe jeder Hierarchiestufe, eine Wesenskategorie jeder der drei Hierarchiestufen. Der Hüter spricht, was wird aus des Feuers Reinigung, die dir das Ich entflammte? Angeloi, exousiae drone, erwecke dir in Weltenäther weiten die Lebensflammenschrift. Ach, Angeloi, dynamis cherubine, erschaffe dir in Zeiten Wellenkreisen die Seelensühnekräfte. Achae Kyriotetis Seraphine, erbitte dir in ewigen Wesen Taten die Geisterlöser Mächte. Wir erleben uns als Mensch in den geistigen Sphären in Verbundenheit mit den einzelnen Sphären, die dargestellt sind durch die verschiedenen Stufen der Engelhierarchien. Wie diese ansprechen, was wir in der physischen Welt als das Feste, das Lebendige, das Empfindende und das Ich-Bewusste erleben. Der 58. Leitsatz. Das mineralische Reich ist in der augenblicklichen Gestaltung des Menschen zu erkennen. Das Pflanzliche ist als Ätherleib die Grundlage seines Werdens und Wachsens. Das Tierische
als Astralleib der Impulse für Empfindungs- und Willensentfaltung, die Krönung des bewussten Empfindungs- und Willenslebens im selbstbewussten Geistesleben, macht den Zusammenhang des Menschen mit der Geisteswelt unmittelbar anschaulich. So, dieser 58. Leitsatz, der weist uns darauf hin, dass wir als Menschenwesen einen physischen Leib haben, verbunden sind mit der sinnlich-physischen Welt, dass wir das Lebendige haben, indem wir verbunden sind mit dem, was pflanzenreich ist, das Bewusste, das Empfindende, das Sympathische und Antipathische, die Verbundenheit mit den Tierreichen und die Fähigkeit, eigenständig zu denken, uns als eigenständige Individualität im Geiste zu erleben, dass wir da schon weilen, als der Bürger zweier Welten, nicht nur im physischen, sondern auch im geistigen, dass wir geistig verbunden sind mit der geistigen Welt. Die Verbundenheit mit dem Pflanzenreich. Mit einem Ätherleib leben wir im Pflanzenreich, also mit unserem Bildekräfteleib. Die Wirkung der Bildekräfte hat Einfluss auf unser Innenleben, auf unser eigenes inneres Wohl und Unwohlbehagen hinsichtlich der leiblichen Gestaltung. Also über Krankheit, Unwohlsein oder Gesundheit und Wohlsein entscheidet die Wirkung des Ätherischen auf uns. Erleben schicksalsgemäß, was von der dritten Hierarchie zukommt. Also das ist verbunden mit dem Wirken in den Bildekräften, in dem Wasser der dritten Hierarchie. Und je nachdem wir diese Beziehung und Verhältnisse zu diesen Wesenheiten der dritten Hierarchie entwickeln, gestaltet sich unser Inneres, ich möchte sagen unser Wesenheitskarma, dasjenige Karma, welches abhängt davon, wie unser Ätherleib, unsere Säfte zusammengesetzt, wie er uns groß oder klein werden lässt und so weiter. Also es ist ja der physische Leib so gestaltet, wie der Bilder- und Ätherkräfteleib uns gestaltet, und das wird bewirkt von den Wesen der dritten Hierarchie, den Angeloi, Archangeloi und Achai, die das Karma ausleben, insofern ob wir agil, gesund oder gebrechlich und schwach oder freudig und wohlergehend sind. Das hängt zusammen mit dem Ätherischen, das unseren physischen Leib gestaltet, formt und die Lebenskräfte gibt. Und mit dem Astralleib haben wir eine Verbundenheit mit dem Tierreich. Mit unserem Astralleib sind wir Teil der Wirkungen, die uns von dem jeweiligen Ort der Erde an Astralen gegeben sind. Also wir haben auch über den Erdball verteilt nicht nur verschiedene Ätherwirkungen, auch als das Astrale differenziert sich über den Erdball. Und dieses Astrale lässt unsere Sympathien und Antipathien entstehen. So hängen die Sympathien und Antipathien, die wir als Menschen innerhalb des Erdendaseins entwickeln und die wir uns mitbringen aus dem vorirdischen Dasein ab, von dem, was sozusagen die Tieratmosphäre ausmacht. Hunderte, tausend, hunderttausendfach sind diese Tiergestalten, die offenbaren verschiedene Arten von Sympathien und Antipathien gegenüber der Welt. Nur bleibt dies meist für uns unbewusst und im Unterbewussten dasjenige, was irdische Abbildung ist, der hohen, herrlichen Gestalten dieser zweiten Hierarchie, also der Exousiae, Kyriotetis und Dynamis, das lebt im Tierreich. Das ist das, was wir durch die Luftwirkung erleben. Das aber, was diese Wesenheiten, wenn wir mit ihnen verkehren, zwischen dem Tod und einer neuen Geburt in uns verpflanzen, das lebt in dem, was wir als die uns eingeborenen Sympathien und Antipathien aus der geistigen Welt mit hineintragen in die physische Welt. Wie wir mit dem physischen Leib, mit dem Mineralreich zusammenhängen, mit der Erdefestigkeit, mit dem Pflanzenreich zusammenhängen, mit dem Ätherischen, mit der Wasserwirkung, mit dem luftförmigen
mit dem Astralen des Tierreiches, so leben wir zusammen mit unserem Geist, mit unserem Ich, mit der Karma-Gestaltung der ersten Hierarchie, der Throne, Cherubin und Seraphine. Das, was wir im Menschenreich als Ursache-Wirkung des Karma erleben, wird bewirkt von den höchsten Engelhierarchien, den Thronen, Cherubin und Seraphinen. Es ist das, was unserem Ich in seiner Entwicklung als Erlebnisse und Ereignisse entgegenkommt. Was wir anderen Menschen Schlechtes getan haben, schädigt unser Wesen. Das ist die moralische Weltordnung, in der wir wirklich leben. Dadurch, dass sie, ich zitiere, sie einem Menschen irgendetwas Böses zugefügt haben, das nimmt etwas weg von ihrem Menschenwert. Das macht sie seelisch verkrüppelt. Das muss durch neues Schicksal ausgeglichen werden. Dazu sind diejenigen Wesenheiten notwendig, die moralische Taten in Weltentaten umwandeln, metamorphisieren. Das sind die Wesenheiten der ersten Hierarchien: Seraphim, Cherubim und Throne. Der zeitliche Zusammenhang von Ursache und Wirkung macht uns dann die Verständlichkeit von Schicksal und Karma besser möglich. Das macht uns eben möglich, unsere Gedanken so zu erweitern, die Fähigkeit, Dinge zu denken, die uns offenbaren, das, was wirklich das Leben ist des Menschen zwischen Tod und nächster Geburt oder im Vorgeburtlichen. Dass das Schicksal beruht auf den Ergebnissen unserer vorhergehenden Inkarnationen, unserem Menschenschicksal und des Wirkens der Menschheitsentwicklung auch in die Zukunft hinein, sodass wir die Ursache für die Wirkungen im Menschenreich, im physischen, aber zeitlich in den Vorinkarnationen suchen müssen. Im materialistischen Weltbild sind wir gewohnt, wir werfen einen Ball und der fliegt in der Parabel und fällt zu Boden. Wir haben also unmittelbar im Physischen die Wirkung einer Ursache des Wurfes des Balles. In unserem Denken müssen wir das erweitern. Im Menschenreich haben wir die Wirkung im nächsten Leben mitunter. Das kann in der Zukunft mehr und mehr unmittelbar kommen durch das Wirken des Christuswesens. Aber heute haben wir diese Wirkung eben erst im nächsten Leben. Dadurch erkennen wir unsere Missetaten oft auch nicht unmittelbar. Aber der Mensch lebt in den vier Reichen, also in dem physischen Reich, Pflanzenreich, Tierreich und im Menschenreich. Und wichtig ist es eben zu lernen, die Unterscheidung zwischen Ursache und Wirkungsverhältnisse in diesen Reichen. So erkennen wir auch, dass vielgestaltig ist das, wie das Schicksal auf uns wirkt. Wir erkennen eben im Mineralreich die Gleichzeitigkeit der Ursache im Physischen. Im Pflanzenreich haben wir eine Gleichzeitigkeit der Ursache im Physischen und Überphysischen. Es wirkt also etwas im Geistigen, hat aber im Zeitlichen eine Gleichzeitigkeit als Ursache. Im Tierreich haben wir vergangene überphysische Ursachen zu gegenwärtigen Wirkungen. Es liegt also schon eine gewisse Zeitperiode zurück. Aber im Menschenreich haben wir vergangene physische Ursachen zu gegenwärtigen Wirkungen im Physischen, also im Vorgeburt, in Vorinkarnationen, die Ursachen, die sich nun physisch auswirken. Was der Mensch als Schicksal erlebt, ist wie eine Rahmenhandlung. Wir haben also ein Schicksal, aber wir können in diesem Schicksal als freie Wesen leben. Man kann darin eine Unfreiheit erkennen, weil das Schicksal oft unerbittlich ist in dem Auftauchen von Schicksalsschlägen oder vorbestimmten Schicksalsereignissen und Schicksalsbegegnungen. Das muss ja nicht immer etwas Unangenehmes sein. Darin können wir auch die Freiheit des Denkens aber finden, in dieser Rahmenhandlung des Schicksals. Und dort beginnt die Freiheit des Wollen und Handelns, indem wir die Freiheit des Denkens erlangen.
die Freiheit, dass das Denken in unserem Geiste entsteht und wir aus der Verbundenheit mit der physischen und der geistigen Welt neue Impulse in die Welt hineinbringen können. Noch einmal können wir uns das hier ansehen. Wir leben in der physischen Welt, in den verschiedenen Naturreichen, wie wir leben in der geistigen Welt, in den Reichen der verschiedenen Hierarchien. Und diese bilden unser Menschenwesensein, indem sie wirken auf unser Schicksal. Die dritte Hierarchie von Achai, Achangeloi, Angeloi, indem sie wirken auf das Ätherische, indem sie unseren Leib so gestalten, dass er seine schicksalsgerechte Art von Wohlbefinden, Wohlbehagen und Missbehagen entwickelt. Die zweite Hierarchie von Dynamis, Exousiae, Kyriotetes, sie wirken auf das, was das Astrale ist, das Bewusstsein, das der Sympathien und Antipathien zu unseren Mitmenschen, zu unserer Umwelt, zu uns, unserer Umgebung. Und die erste Hierarchie, die Menschentaten richten, die schicksalsbildend sind, die Seraphim, Cherubim, Throne, die gestalten die Ereignisse und Erlebnisse unseres Schicksals. Wie der Mensch in seiner Erdverkörperung Schicksals auswirkend eingebunden ist in die Reiche der Pflanzen, Tiere und Menschen, wie die Umgebung auf seinen Ätherleib, Astralleib und Ich wirken, das ist das, was sich ausdrückt in unserer Verbundenheit mit den Reichen der Engelhierarchien des waltenden, schaffenden und schöpfenden Weltenwortes. Abschließen möchte ich noch mit dem Wahrspruch Wort Rudolf Steiners, das uns hinweist auf diese Weltenkommunion des Menschendenkens, indem wir uns als das Menschenwesen in seiner Gesamtheit verbinden mit der geistigen Welt. Es nahet mir im Erdenwirken, in Stoffes Abbild mir gegeben, der Sterne Himmelswesen. Ich seh im Wollen sie sich liebend wandeln. Es dringen in mich im Wasser Leben, in Stoffes Kraftgewalt mich bildend. Der Sterne Himmelstaten. Ich seh im Fühlen sie sich weise wandeln. Vielen herzlichen Dank.